jedes Jahr zwei Zertifikate für Ausbildung. Deswegen seid ihr auch alle da. Und das ist auch toll, weil besondere Leistungen und Engagement um das Thema Ausbildung herum immer an zwei Betriebe im Landkreis gewürdigt werden. Mit einem Zertifikat, das wir jedes Jahr vergeben, womit wir auch so ein bisschen junge Leute ansprechen wollen, Presse machen wollen, in die Öffentlichkeit gehen wollen. Was gibt es für Ausbildungsmöglichkeiten in der Region? Und was wird getan, um das Thema Ausbildung zu fördern? Wir haben derzeit noch viele freie Ausbildungsstellen, aber auch noch viele junge Leute, die jetzt dieses Jahr gerade die Schule verlassen. Ihr könnt ja gleich mal sagen, wie lange ihr schon hier seid, ganz kurz, und was ihr hier lernt, dass wir das mal ein bisschen von euch hören. Und deswegen seid ihr ja auch da, weil das Thema Ausbildung gerade jetzt, kurz vor Sommerferien, natürlich besonders im Fokus steht. Das werden wir gleich dann nochmal im Bild festhalten und letztendlich damit auch Jugendliche ansprechen, sich für eine handwerkliche Ausbildung, eine kaufmännische Ausbildung, denn das bieten sie ja alles an hier, zu entscheiden. Zum Unternehmen was sagen, ist 1964 von meinem Opa gegründet, hier am Hauptstandort in Bad Wildungwega. Seit 1965 haben wir dann auch die John Deere-Vertretung, das ist unser Hauptlieferant, die grün-gelben Traktoren. Und ja, in den letzten Jahren sind immer mehr Standorte dazugekommen. Wir sind seit 2006 am Standort in Ebsdorfer Grund in Hessken, im Kreis Marburg-Biedenkopf unterwegs. Haben jetzt seit 2015 zwei weitere Standorte in Neukirchen und in Angersbach. Und seit 2012 sind wir auch am thüringischen Standort in Bad Hennstedt unterwegs. Ja, und zählen jetzt insgesamt dann 5 Standorte, ca. 100 Mitarbeiter, sind ca. 20 Auszubildenden über die gesamten Standorte. Sagen Sie bitte seinen Namen. Genau, das ist ja auch noch ganz schön. Komm, magst du anfangen? Ja, ich bin Fabian Wiederholt. Und ja, ich habe mich schon, seit ich ein kleines Kind war, schon für die Landwirtschaft interessiert und auch für die Technik, die dahinter steckt. Und auf dieser Firma kam ich quasi wegen der Aufstellung, die früher jedes Jahr hier stattgefunden hat. Im Frühjahr, genau. Und genau deswegen kam ich eigentlich auf diese Firma. Und was lernst du? In welchem Ausbildungsjahr? Ich bin im zweiten Ausbildungsjahr und lerne Landmaschinenmechatronik. Und aus welchem Ort kommst du? Ich komme aus dem Ort Homberg. Ich bin der Leon Genk, ich komme aus Ungedanken, bin 18 Jahre alt. Ich bin 2013 erst in die Region gezogen und da bin ich auch bei einem Landwirt offen gewesen und da hat es auch mir da schon Spaß gemacht gehabt und es hatte sich halt gut angeboten, weil die Firma auch nicht bald von mal zu Hause weg ist. Ich komme hier aus Ungedanken und dadurch bin ich hier drauf aufmerksam geworden, wurde auch zum Glück angenommen, mache jetzt hier meine Ausbildung, bin im zweiten Lehrjahr und ja. Schön. Den Namen habe ich nicht verstanden. Leon King. King, K-I-N-G. K-I-N-K. Ja, ich bin der Phil Stuhlmann. Ich komme aus Frankenberg. Lauter. Nochmal den Namen bitte. Ich bin der Phil Stuhlmann, komme aus Frankenberg. Und ja, hier drauf gekommen bin ich eigentlich auch immer durch die Ausstellung, weil ich immer hier war, weil wir daheim auch Landwirtschaft haben. Ja. Und was lernst du? Ich lerne auch Landmaschinenmechatroniker. Im zweiten oder im zweiten Ausbildungsjahr? Danke. Ich bin Oliver Wiedebach. Ich komme aus Schaumburg-Breitenau, das ist in der Nähe von Bornertal. Und eigentlich bin ich hier auf den Betrieb gekommen, weil öfters mal Vorführungen bei meinem Vater im Betrieb waren. Und ich habe mich schon seit Kind an für Landwirtschaft interessiert. Und nach dem Praktikum habe ich dann hier meinen Ausbildungsplatz bekommen. Und seitdem bin ich hier, bin jetzt im ersten Lehrjahr. Ich bin Tim Hette. Ich komme aus Fritzlar. Mach den Namen nochmal lauter. Tim Mette. Tim Mette. Ich komme aus Fritzlar, bin 16 Jahre alt, bin im ersten Ausbildungsjahr und habe mich auch schon immer früher mit Maschinen und Landwirtschaft interessiert. Darum bin ich, weil wir selber der Kunde sind, schon ein bisschen zu bringen auch. Und mit den Meistern kann man klarkommen, ja. Es ist ja ganz einfach, es läuft ja nicht nur über die Bewerbung hinaus, jeden Bewerber, den laden wir dann halt auch ein zum Probearbeiten, ne? Dass er mal so ein paar Tage hier im Betrieb reinschuppern kann und dass wir uns halt auch kennenlernen, ne? Ob die Jungs dann auch zur Truppe passen und nee, aber wir haben eigentlich ein gutes Ausbildungsjahr. Ne? Und das zweite Ausbildungsjahr, die haben ja jetzt gerade letzte Woche ihre Zwischenprüfung hinter sich gebracht. Ja, waren ja von uns für den Standort 6
6 Auszubildende waren dann zur Zwischenprüfung letzte Woche. Was eigentlich auch alle ganz gut gemacht haben.